Gut, dann beginnen wir mit der Vorgeschichte. Man muss natürlich, bevor man einen kleinen Abschnitt der Geschichte erzählen kann, muss man natürlich wissen, was vorher passiert ist. Und da will ich mal beginnen. 500 vor Christus fängt es an. Rom, der Stadtstaat Rom, noch beschränkt auf letztlich die Stadt selber und einen kleinen Umkreis, vertreibt ihre letzten Könige. Jetzt hatten die Römer und der Adel in Rom so gelitten unter ihrem letzten König, dass sie sagten, sowas wollen wir nie wieder haben. Und was haben sie eingeführt? Sie haben eingeführt, dass für ein Jahr, dass die Stadt und das Land Rom regiert wird von zwei gewählten Konsulen. Klar, Hintergedanke, es soll nicht mehr nur einer herrschen, sondern zwei sollen herrschen und die sollen sich gegenseitig kontrollieren und sollen sozusagen gegenseitig, weil es eben zwei gibt, die Macht beschränken. Sie wollten eben nie mehr wieder von einem einzigen Menschen, von einem einzigen König, von einem einzigen Kaiser, von einem einzigen Staatsoberhaupt regiert werden. Gespalten war die römische Stadt letztlich in einen Senat. Das waren Mitglieder von adligen Familien, Patrizierfamilien, die sehr eingebildet waren auf ihre Herkunft, sehr alte Familien waren, alteingesessene Familien und die wählten oder wurden, deren Mitglieder wurden in den Senat gewählt. Und es gab das einfache Volk, die Plebejer. Und diese Plebejer, dieses einfache Volk, die normalen, ich würde mal sagen, Bürger der Stadt Rom, im Gegensatz zu den Adligen, wählten die einen Volkstribun, nannte man das. Ein Volkstribun hatte das Recht, eigenständig Gesetze einzubringen und Veto einzulegen gegen alle Gesetzesbeschlüsse des Senates. Insofern hatte also Rom, nachdem sie ihre Könige verjagt hat oder ihren König verjagt hat, versucht, ein System zu errichten aus einer Art Volksherrschaft, wobei natürlich der Schwerpunkt schon bei den adligen Familien und dem Senat lag. Aber eben auch die einfachen Leute hatten ihre Rechte und verfassungsmäßigen Rechte und ihre Vertreter, die Volkstribunen. Gut, wie geht es dann weiter, bevor wir in die entscheidende Phase des Untergangs dieses Systems der freien Wahlen und der Republik kommen? Es geht weiter mit 280, Hannibal, die Karthager erklären Rom den Krieg, beziehungsweise Rom erklärt den Karthagern den Krieg und ein nicht enden wollender Krieg zwischen den in Nordafrika beheimateten Phöniziern, genannt eben Karthager, entspinnt mit Rom und wird letztlich von Rom gewonnen. Dann 168 vor Christus erobert Rom Griechenland und letztlich wird das Ganze dann immer versinnbildlicht durch die vier Buchstaben SPQR, das heißt Senatus Populusque Romanus. Es ist nämlich so, dass der Staat Rom sehr stolz eben war auf seine königsfreie Verfassung. Und deshalb immer, wenn ein Beamter der Römer irgendwo gegenüber einem unterworfenen Volk oder in sonstigen außenpolitischen Angelegenheiten auftrat, trat er immer auf unter dem Siegel SPQR, der Senat und das Volk von Rom. Und das zeigt eben sozusagen bildlich in einem kurzen Spruch die Verfassung der Römer. Es gab den Senat der Adligen und das Volk von Rom mit ihren eigenen Institutionen. Es war natürlich immer in Rom auch eine Machtfrage, immer eine Art Balance zwischen Volk und ihren Volkstribunen, den Plebejern und den Adligen und den Senatoren, die im Senat die Gesetze machten und berieten und verabschiedeten. Und natürlich den beiden gewählten Konsuln, die als Vertreter, als Oberhäupter von Rom tätig waren. Wichtige Frage auch in Rom, das muss man vielleicht vorher wissen, war immer die Landfrage. Wie wird das Land verteilt? In Rom später, als es dann den italienischen Stiefel gesamt
beherrschte, stellte sich immer die Frage, wie können wir die einfache Bevölkerung mit Land versorgen, sodass die Bauern werden konnten und sich ernähren können. Das war immer eine große Frage. Und vor allem dann später auch, wie gehen wir mit den Veteranen aus den verschiedenen Kriegen, Rom hat eigentlich ständig Krieg geführt gegen alle anderen, wie können wir mit denen umgehen, wie können wir denen Land beschaffen, damit die, wenn sie aus dem Krieg zurückkommen, als Bauern friedlich ihr Leben fristen können, bei dem gleichzeitigen Landhunger der Adligen. Die wollten nämlich immer Villen bauen, schön auf dem Land und in riesigen Produktionsanlagen, sozusagen in Farmen, Nahrungsmittel produzieren und später dann auch nur zum eigenen Vergnügen riesige Ländereien haben. Und da gab es auch immer sozusagen einen Konflikt um die Landfrage im alten Rom. Gut, weiter geht's. 90 kommt der Aufstand der Bundesgenossen innerhalb von Rom oder im Römischen Reich. Zu der Zeit gab es Bundesgenossen, andere Stämme kann man sagen in Italien, und die hatten sich loyal dann, nachdem sie teilweise auch besiegt wurden, zu Rom erklärt, aber waren auch sehr unzufrieden mit Rom, und da gab es einen Aufstand. Dann gab es im Osten von Kleinasien, also in Kleinasien, der heutigen Türkei, gab es einen Aufstand eines lokalen Königs, Mithridates hieß der, das ist allein schon eine Geschichte wert. Ich hoffe, wir kommen dann im Laufe der Zeit dann auch auf dieses Thema mal zu sprechen, wenn wir einen Faden dorthin finden. Der bereitete den Römern große Probleme. Letztlich gab es dann auch im Jahre 88 vor Christus, wir sind hier so ungefähr, gab es einen Streit zwischen dem Adel und dem Volk, das war eigentlich immer virulent, aber im Jahre 88 vor Christus war das besonders brutal, dieser Streit. Und der Senat konnte sich nicht mehr anders helfen als einem Feldherren, auch dieser ist eigentlich wiederum eine eigene Geschichte wert, Cornelius Sulla, die Erlaubnis zu geben, mit seinen Truppen in Rom einzumarschieren und für Ordnung zu sorgen. Das war ein ungeheurer Verfassungsbruch und eigentlich ein Frevel, denn es war römischen Soldaten äußerst verboten, einen Umkreis von 5 Kilometer oder Meilen rund um Rom zu betreten. Man wollte natürlich in Rom, klar, als Republik, wollte man möglichst eine Militärfreiheit haben, denn alle Entscheidungen sollten ja idealerweise ohne Druck ausgeübt werden. Klammer auf, in Rom tobten natürlich zwischen den Anhängern der verschiedenen Fraktionen wilde Straßenschlachten und Keilereien bis hin zu Morden, Klammer zu. Aber jedenfalls wollte man nicht, dass Militär in Rom zugange ist. Und Sulla wurde eben gerufen und hat dann alles bereinigt und für Ruhe gesorgt. Allerdings hat er natürlich auch viele Beamte, Politiker und Parteigänger der Sache des Volkes, im Gegensatz zum Senat und den Adligen, ermorden lassen und ihr Vermögen eingezogen. Also es waren damals eben auch ein bisschen rauere Zeiten. Rauere Zeiten als heute. Sulla jedenfalls, der Mithridates im Osten war immer noch zugange, reist ab Richtung Osten, kurz nach dem Jahr 88 vor Christus und besiegt diesen Mithridates, über den wir hoffentlich irgendwann mal auch noch mal ein bisschen was erzählen können. Und Sulla lässt sich zum Diktator ernennen. Diktator war eine durchaus verfassungsgemäße Institution oder Einrichtung der Römer, die sagten, wenn uns wirklich mal der Arsch auf Grundeis geht und wir von allen Seiten bedrängt werden, dann sind vielleicht, ist die Regierungsform mit diesen beiden gewählten Konsuln auf ein Jahr eine schlechte Form, denn wir brauchen dann einen Mann, der durchentscheidet, sich nicht abstimmen muss, auf keinen Widerstand stoßt, sondern dessen Befehle sozusagen ohne Widerspruch durchgeführt werden. Und dieser Notstandsbeauftragte hieß eben Diktator. Daher kommt auch unser heutiger Begriff Diktator, wenn wir von irgendeinem Staatsoberhaupt in der neuen Zeit reden, der eben ohne jegliche Kontrolle und ohne Rückfragepflicht oder Abstimmungspflicht oder Legitimation handeln kann und entscheiden kann. Gut, dann zum Abschluss noch, was ist mit dem Sulla, und dann fängt eigentlich die eigentliche Geschichte an, wie dieses System der Römischen Republik eigentlich untergeht, fängt dann an.
Der Sulla im Jahre 81, auch wieder hier kurz vor dem Jahre 0, eines Tages taucht er auf dem Forum auf in Rom und hat alle Ämter niedergelegt. Er hatte Mithridates besiegt, er hatte die Leute, die mehr Rechte für das Volk forderten, hatte er enteignet, hatte er umgebracht, war im Grunde genommen Herrscher über Rom, war zum Diktator ernannt worden, und jeder fragte sich natürlich, was macht Sulla jetzt? Er hat nun so viel Macht, und der Sulla weiß nichts anderes zu tun, als zu sagen, eines Tages so, ich gebe alle Macht zurück und bin jetzt wieder der Privatmann. Er hat sich dann den Freuden seines Reichtums hingegeben und war auch nie wieder dann politisch großartig aktiv. Und insofern ist es eigentlich ein ganz erstaunlicher Mann, der Sulla, auch wenn er letztlich gegen das Volk in Rom sich gestellt hat und auf der Seite des Senates und der Adligen war, aber gleichwohl jemand, der eine ihm nicht mehr zu nehmende Macht einfach so zurückgibt. Das hat schon fast so ein bisschen was Frivoles, aber jedenfalls Ausdruck einer großen Person. Und ich denke, wir werden auch den Sulla nochmal im weiteren Verlauf wieder treffen, weil der wirklich eine sehr interessante Gestalt ist. Jedenfalls können wir als Zwischenergebnis festhalten, es sind mehrere Tabubrüche, mehrere Verfassungsbrüche haben stattgefunden, unerhört in der Geschichte Roms, die so viel Wert legte auf nie wieder ein König, nie wieder ein Kaiser, nie wieder ein Herrscher, nämlich jemand hatte Soldaten nach Rom reingeschickt und diese befehligt und für Ordnung gesorgt, und jemand wurde zum Diktator ernannt als alleiniger Herrscher auf bestimmte Zeit. Und Sulla hat diese Ämter alle wieder, diese Vollmachten und Ämter alle wieder zurückgegeben. Also hier ist es nochmal gut gegangen für die Römische Republik. Im nächsten Teil, der sich jetzt dann anschließt und bei dem es um Caesar geht, im nächsten Teil wird es nicht ganz so gut enden.